Ja, servus, schön, dass du dabei bist. Vielleicht mache ich ein zweites Video, deswegen mache ich jetzt einfach nochmal ein Intro. Wenn nicht, dann haben wir jetzt den Akku gewechselt und fahren jetzt die 5, die 6 und die 7 hier in Bouillon in dem Trailpark hier in Belgien, in dem offiziellen. Ja, und dann sehen wir uns gleich beim Trailanstieg. Bis gleich. Ist egal, wir machen das jetzt so. Wir fahren jetzt die Reihenfolge ab, machen dann quasi noch einen Sundowner als blauen. Genau. Dann ist gut. Oh, wir haben den ersten Trail gefunden auf unserer Route, die Nummer 5. La Sensuelle. Gerade der alte Pferdenleser hier. Parcours difficile. Rot. La Sensuelle. La Sensuelle. Boah, guck dir mal den Hang an. Das siehst du nicht hier. Sensuelle. Ich würde sagen, aka Christoph, ich fahre alles, fährt vor. Dahinter fahre ich dann, ja. aka, das kannst du nicht sehen. Dann kommt Ralle, aka, technische Probleme. Na egal, auf jeden Fall geht das jetzt hier los. Wir sind jetzt hier drin, du bist am Chin Mount. Keine Ahnung, ob das gut ist. Wow, Alter, was war los? Junge! Aka! Irgendwie bin ich noch gar nicht drin, ey, im Trail-Fieber. Boah, aka, es ist hier ganz schön glatt. Ja! Danger! Ah, nix Danger. Ja, genau da, abrollen. Finger von der Vorderradbremse. Abrollen. Jetzt. Perfekt. AKA, da ist ein Schild. Da ist ein Schild nach rechts, ja, hier runter. Alter, ich weiß aber sowas von nicht im Flow. Ein Gestuhle, ey, vor dem Herrn hier. Heiland. Irgendwo muss jetzt doch hier links, rechts runtergehen, oder? Ja, wahrscheinlich rechts, ja. Links wäre scheiße. Dann stuhl mal da rein. 3,8 Ralle Geschwindigkeit. Aha. Lawine! Hier ist auch ein Fall, ein Orangener. Junge, ist das schon schwarz? Oder ist das noch rot hier? Eieiei. Das war schon eine Nummer hier, das Ding, ey. Das war nicht ohne. Und vor allem der Boden hier, das ist wieder so ein Ich-halt-nicht-an-Boden, weißt du? Bin noch nicht ganz bei dir, dass der geil ist. Wenn ich unten noch lebe, würde ich sagen, ja, der ist geil. Oh, hier ist jetzt eine Black Line und eine Red Line. Das ist schon nicht ohne. Alter, das ist rot. Okay, dann. Ich glaube, das ist der, den wir gar nicht gesehen haben. Meinst du, da ist der Ausstieg schon? Stimmt. Ja, da ist der Ausstieg, ja. Oder ist das hier die Chicken Line? Das sieht einfacher aus. Also das hier ist doch machbar, oder? Also jetzt ganz ehrlich, lässt sich hier reinfallen. Halt, was noch kommt, ne? Weil ja, da unten kommen die wieder zusammen, ne? Ja, das ist hier nur ein paar Meter. Das ist nur dieser Part hier, glaube ich. Also nur die Ecke hier. Weil das ist schon wirklich, das ist da steht, ne? Das ist ja, über die Wurzel hier schnell werden, ne? Hier musst du wirklich ganz langsam durch. Das ist super, das Todesstein. Das siehst du nicht. Aber guck mal, da treffen die sich, oder? Ja. Ja, das ist ja hier nur ein Turn. Schau mal die Scheiße an. Habt ihr das auch? Ja, Reifen sind zu, Ingo. Wir brauchen mehr Speed, wir sind zu lahm. Boah, Leute, das ist super steil, das könnt ihr nicht sehen. Das kannst du nicht sehen, wie steil das war jetzt. Boah, scheiße. Boah, das siehst du nicht. Oh, das kannst du nicht sehen. Kannst du das fahren, Christoph? Ja, easy. Nimm da auf, ab dem Stein.
Das siehst du doch nicht. Boah! Geil! Bremse auf! Ja. Perfekt! Super! Nice one! Leute, dem mal einmal hier die Aussicht zeigen. Also hier machen wir jetzt erstmal alle ein Foto, weil das ist ja richtig geil. Richtig nice. Ich möchte den halben Knoppers haben. Ich zieh ihn ab. Sehr gut. Ich bin auf Diät. Hört man noch, oder? Wenn du Diät machst, mal auf die Treppe. So, wir befinden uns auf dem Transfer vom 5 zu 6. Und wie ihr hier sehen könnt, ist das auch schön. Ist auch schön. Ich liebe ja so Transfers, ne? Finde ich geil. Guck mal, ey. Kannst hier schön fahren. Vielleicht ist das doch schon der Trail. Wer weiß, ich gebe mal hier ein bisschen Gas. Sieht einer irgendwie einen Pfeil jetzt irgendwo? Da. Okay, also es geht hier noch weiter. Aha. Which line is the correct line? Hier lang. Da. Ja, da unten. Da ist der Pfeil. Ja, unten. Da unten lang, komm, Ralle. Es ist wieder ein absolutes Abenteuer. Lass uns mal eben drei Trails fahren. Ah, okay. Mal eben, das dauert doch nicht lange. Ach, Quatsch. Da sind wir ruckzuck durch. Ja, und zack, da sind wir. Ja, Herr Ralf, lass ruhig rollen. Drei, mal eben drei Trails, kann man noch mal eben fahren. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier auch schon ein Trail ist, oder? Ist das ein Transfer? Was ist das? Was ist das hier? Boah, das war auch des Todes, da lag so ein Stangenlach längs. Ja, Ralle, ich würde auch sagen, da lang. Ja, links, oder? Ja. Hier liegt ein Baum. Hier so runter, über diesen Baum drüber. Oh, oh, hier so durch, rum. Was? So viele Bäume drin liegen, glaube ich, ist das hier richtig. Ja, dann sind wir noch richtig. Kleine Brücke, geile Brücke. Junge, wir sind immer noch im Transfer. Wir sind immer noch im Transfer, seit einer Stunde. Scheiße, das wird was geben, Leute, das gibt was. Also eins können wir schon mal sagen, wenn ihr hier seid, dann wechselt ihr nach 1, 2, 3, 4. Wenn ihr zwei Akkus habt und die Möglichkeit habt, dann wechselt ihr nach 4 den Akku. Weil, Leute, wir fahren jetzt ja schon so lange durch die Botanik. Wir müssen uns beeilen, wir fahren jetzt hier in den schwarzen Lafaux. Weiß nicht, musste nachlesen, aber... Wir müssen uns jetzt hier beeilen, weil die Kamera hat nur noch ein paar Prozent und ich würde dir gerne noch alles zeigen wollen. Gucken wir mal hier, wa? Keine Ahnung, was hier kommt, Leute. Ich bin hier blind. Ich habe keine Ahnung. Ich fahre das jetzt einfach hier. Ich glaube, da vorne wird es interessant. Schauen wir mal. Ah, das war jetzt schwarz. Okay. Der Trail ist gerade nice. Leute, guckt nicht rechts runter. Nicht rechts runter gucken! Hier absolut gerade wie in Remoschaums optimal. Also wirklich genauso von den Wurzeln, von dem Moos hier, von den kleinen Obstacles, die hier so zwischendurch mal kommen. Original Remoschaums. Remoschaum. Hier ist Danger.
Wow. Nice! I love this trail! I love it! Hier ist die Black Line. Upsali! Ein bisschen ganz leicht mit dem Hinterrad weg gewesen. Oh, das ist hier genau. Oh, das ist doof. Das war doof. Komm, lass wieder auf dem Fahrrad. So, genau so. Genau, lass, komm. Lass mal laufen. Nochmal hier hoch. Ein bisschen off-camber. Die Wurzeln treiben dich immer rüber zur Seite. Leicht machen. Vorderrad immer an den Wurzeln kurz anheben. Optimal. Genau so. Finger weg von der Vorderradbremse. Ein bisschen steiler. Okay, gut. Hier rum. Hier drüber, hier hin, hier runter, so, hier hoch, hier durch, hier rüber, okay, kleiner Drop, aber das siehst du nicht, hier hoch, hier durch, gut. Oh, das ist ja mal blau, ach ja, ja, okay. Keine Ahnung, was hier kommt hinter der Kurve. Ein schwarzes Schild auf jeden Fall. Hier so lang. Hier runter, Danger. Okay. Oh, fuck, jetzt bin ich vor dem Sprung weggerutscht. Ganz doof. So. Wow. Schön war der. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Boah. Junge, ich schieb hier drüber jetzt, ohne Scheiß. Leute, hier nochmal ganz kurz eine Transfer-Etappe. Ey, fahr hier nicht, da ist super glatt. Wir sind hier immer noch an der, an dem Wildgehege jetzt gerade vorbeigefahren. Immer noch auf der Transfer-Etappe, Leute. Es regnet schon wieder. Ja, es wird jetzt hart. Einen blauen müssen wir noch fahren. 15% hat die Kamera noch, also muss ich da nochmal Gas geben auf dem Trail. Bis gleich. Bam! Wow! Geil! Oh, geil! Schöner Double, ey. Mega. Alle haben den gemacht. Super geil. Was war das denn hier? Ich glaube, der Sven will nach Hause oder irgendwas. Boah! Oh ja, schön. Das ist jetzt hier der blaue, der letzte. Oh, die 7. Es gibt keinen letzten. Muss ich den Anschluss wieder kriegen? Oh, da war ein Loch. Ein bisschen wirklich was von Eberbach. Da haben sie recht, Jungs. Schön Highline hier. Boah, wow, wow, wow. Da muss man aber hier ein bisschen aufpassen, wurzelig. Boah, ist der schön, ey, oder? Der ist nice, ey. Schöner Drop. Wow. Boah, geil, ich feiere den Track gerade. Mega. Boah, der ist richtig nice, Leute. Alter Sven, ey. Ja, da ist jetzt, gut, wenn ich mal vorfahren, weißt du? Boah. Habt ihr beide den Stumpf ja, gemacht? Ja, ja. Doch? Stumpf, ja, ja. Und den Double ich auch, super. Gedacht, genial, ne? Ich habe gesehen, da kam nichts. Habt ihr gehört, dass ich gesagt habe, kannst du ja nehmen. Junge! Da war ein gelbes Schild, das ist kein Trail mehr. Ja. Da!
Leute, diese Tour geht in die Annalen ein. Ralle hat noch 6%, Sven hat noch 5%, Ingo hat noch 10%. Wir sind immer noch auf dem Rückweg. Es ist dunkel schon fast. Es ist viel zu spät. Aber jetzt geht es hier wieder hoch. Scheiße. Oh Gott. Ja, es ist auf jeden Fall eine richtige Abenteuertour. Wahrscheinlich wird keiner mehr schaffen, mit vollem Akku oder überhaupt mit Akku zurückzukommen. Ja! Warte mal, ja, geradeaus. Oh, Logbucheintrag, vielleicht der letzte, dreiviertel Stunde später, vor meiner letzten Ansage. Wir sind hier immer noch im legendären Gebiet Bouillon unterwegs. Das ist riesengroß und weitläufig, Leute. Ralle Akku leer, Sven Akku leer, komplett leer, 0%. Ich habe hier noch vielleicht 20. Ingo hat nur noch einen roten Strich. Wie viel Christoph hat, habe ich jetzt nicht gefragt, aber ist auch nicht mehr viel. Auf jeden Fall fahren wir jetzt hier so einen Forstweg runter und hoffen wir mal, dass wir gleich unten am Fluss rauskommen. Bleibt noch spannend, Leute. Bleibt noch ein bisschen dran. Vielleicht ist es gleich dunkel. Das ist der Eintrag ins Logbuch. Wir müssen jetzt hier über die Hängebrücke. Aber vorher müssen wir die erstmal erklimmen. Da ist auch der Weg. Da geht es auch hoch. Guck, da steht das Schild. Das ist sogar hier mit in der Tour drin. Also wir müssen jetzt hier über den Fluss. Wir müssen jetzt hier hochstuhlen. Oh, das blinkt schon hier. Ist schon gleich Ende. Eieiei. Oh, ist das geil, Leute. Was für ein geiles Gebiet. Es ist ein Traum. Pünktlich zum Glockenschlag haben wir es geschafft hier. Die Action 4 hat noch 6% nach dieser wahnsinnigen Abenteuertour. Über die Brücke, ihr habt das gesehen. Hammer, ja. Alle sind in den Fritten. Alle sind fertig. Umziehen. Ab nach Remo Schorms auf dem Campingplatz. Chillinski, Leute.